Back to back Elite on the line, my friends. Boah, wenn ich das nächste gewinne, boah, das wäre so heftig, weil dann habe ich 3 Matchbälle, ey. Oh no, Mann. Das ist ein E-Sportler. Prime Rullet, Prime Eusebio, Prime Cruyff, Prime Ballack, Prime Vieira, Cristiano Ronaldo. Was ist das? So unfair. Nein, Mann. Ich konnte mein Spiel nicht bewegen. Komm, Ronaldo. Let's go. Nein. Fast gegriffen. Glitch kannst du jetzt Glück haben. Jetzt wurde ja. Oh nein, das war's. Oder auch nicht, oder auch doch. Digga, ich krieg den Ball nicht raus. Digga, komm! Digga, ich bin zweimal vor dem, er schießt einfach, Alter. Wie kann das sein? Ein Papier bitte. Let's go! Das, 4 Spiele noch. 4-3, come on! Oh, scheiß Rolle, Junge. Boah, das ist doch kein Foul, Bruder. Ich bin Messi, scheiß drauf. Ja. Nein! Das war's? Das war's. Messi! Come on! 5-4! Nein, er hält ihn, Ronaldo war durch, er hält ihn. Messi! Latte, Latte! Ja, 5-5! Boah, ich habe schon Glück. Glück mal auf meiner Seite. Messi! 6-5, Messi! Ich brauch den auch noch, ich brauch den! 6-5, Messi! Glück gehabt, ich hab AIDS auf meiner Seite, Oh mein Gott, sein Ball verspringt. Messi! Messi mit dem Dritten! Das ist Finale, das ist Ende! Was ein Lupfer aus 30 Meter von Messi! Oh mein Gott, incredible. Ich guck mal, ob das ein. Also, ich bin mir zu 99% sicher, dass es kein Profi ist. Es ist eigentlich pay to win. 3 Tore. Messi kommt in der 60. rein und macht 3 Tore. Unbelievable. EA Sports, Delays in the Game. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zum weiteren Video auf meinem Kanal. Ihr seht es schon, meine Haare nicht on point, mein Gesicht voll am Arsch. Ich hatte gerade so viele Schwitzerspiele hinter mir und eins habt ihr sogar im Intro gesehen. Das war halt genau das Match, bevor ich jetzt hier aufgenommen habe. Boah, Freunde, was war das für ein Team? Das war, glaube ich, das beste Team, was du bauen kannst. Wenn du Ballack wegnimmst, da noch R9 reinstellst, ist das wirklich wörtlich das beste Team, was du bauen kannst. Und wie ich das gedreht habe, ja, weiß ich sogar, wie ich das gedreht habe, durch diesen Leih-Messi, Freunde. Jetzt braucht keiner wirklich zu schreiben, ey, wie asozial. Ich habe gerade gegen ein 10.000 Euro Team, das, no joke, dieses Team kostet bestimmt 10.000 Euro, um das zu bauen. Minimum 5k und der Typ kam in der 60. Minute rein. Macht einfach 3 Dinger. Ich brauche den. Ich muss mein Team später so bauen, dass auch noch Messi drin ist. Digga, der Typ ist selbst bei Delay beweglicher wie sonst was. Sein linker Fuß ist einfach eine Rakete. Ich brauche den einfach. Und ja, bevor wir weiter labern, ich zeige euch, wie viel ich stehe. Ich habe mir eine saugute Position heute rausgespielt. 22 Siege. Wir haben noch 3 Spiele, also 3 Matchbälle. Ein Sieg von 3 Spielen und wir hätten wieder Back-to-Back Elite geholt. Ob ich am Ende Elite 2 hole, ist mir eigentlich komplett wurscht. Diese 30.000 Münzen, ja, jucken mich echt nicht. Und es geht mir auch nicht um Prestige oder irgendwas. Ich will nur einen Sieg von 3 Spielen
Und ich werde meinen Messi natürlich auch einwechseln, wenn es sein muss. Und ansonsten zeige ich euch jetzt noch meine Verkäufe und dann gehen wir rein. Also ihr, die Ligen-SBCs kamen raus, ich habe ein paar Spieler verkauft. Casillas 6-2, also incredible money hier wieder gemacht. Ja, und andere Spieler, die für wirklich viel Münzen gehen. Das ist easy, Freunde. Easy profit. Und hier ein paar MLS-Spieler. Und dann wieder ein paar Spieler, die überteuert drauf sind. Freunde, ja, viel gibt's nicht zu sagen. Das Einzige ist, create Content wieder von EA. Content ist immer wirklich für mich A+, ja. Nicht immer, aber wirklich die meiste Zeit machen die sehr, sehr gute Sachen. Hier auch hier wieder mit dem Footswap-Spieler, dass die Pedro reinstellen. Das ist richtig geil. Wenn die jetzt nicht die ganzen Anforderungen verkacken bei der SBC oder diese Aufgaben, dann ist das wirklich gut, weil du kannst auch hier ein 100k-Pack holen. Ich finde es richtig gut gemacht. Für die Casual-Gamer haben die hier jetzt einen Antonio reingestellt, der wirklich spielbar ist. Ein Gulavugi und ein Yang. Also für mich ist es jetzt nicht gut genug. Ihr habt mein Team ja gesehen. Und ja, ich guck mal, ob ich weiter mit Pogba spiele. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Beim 6-5, ja? Beim 6-5, beim entscheidenden Tor hat er einen krassen Pass gespielt, der Pogba, auf Messi. Und deswegen, ich gebe ihm vielleicht noch eine Chance, aber ich hätte eigentlich auch voll Bock auf Gerrard. Ganz. Und ich glaube, Gerrard ist nicht viel schlechter. Ich entscheide es nächste Woche nach der Belohnung vielleicht, weil da gucken wir mal, wie viele Münzen wir haben, dies, das. Und wir spielen uns jetzt erstmal Elite und dann schauen wir weiter. Ich würde sagen, wir schnacken nicht mehr lange. Wir gehen direkt mal ins erste Spiel. So, unser erster Matchball, sozusagen. Was hat er für ein Team? Das kann ja nicht besser sein als eben. Jetzt, wie gesagt, ist eigentlich scheißegal. Entweder du kannst spielen oder kannst nicht spielen. So ein Team, mit dem kannst du einfach auch jeden schlagen. Natürlich ist es heftig, wenn du Cristiano Ronaldo und diese Bungs hast. Ihr habt gesehen, wie viele Tore er durch Pay-to-Win gemacht hat. Natürlich auch, weil ich ein bisschen, ja, dumm gespielt habe. Ich habe mich einschüchtern lassen durch sein Team. Aber, ja, ihr habt gesehen, Pay to Win kann man auch besiegen, wenn man Skill hat. Mein Team ist natürlich auch nicht schlecht, aber ist, wie gesagt, Road to Glory und sein Team, rate ich mal, liegt zwischen 5 bis 10k. Und dann würde ich sagen, schlag ich nicht mehr so viel. Wir gehen rein. Digga, der Rea so heftig, ey. Der hat auch Team Pressing an, Alter. Das war so dumm, der Pass von mir. Digga, bitte, Mann. Doch nicht so jetzt. Guck mal, wie ich das Tor kassiert hab, Mann. Ich gewinne den Ball und krieg den einfach nicht, weil der da auf dem Boden liegt, Mann. Komm jetzt. Was ein Pass von Messi. Oh mein Gott, wie macht der Griezmann den nicht? Ganz ehrlich, Freunde, wie geht so ein Schuss nicht rein? Da hab ich... Digga, ich hab keine Kontrolle, Mann. Guck mal, Freunde, wenn das jetzt... Das ist so lächerlich, Mann. Ihr habt gesehen, ich hab den Ball... Und er passt denn irgendwo hin, weil ich keine Kontrolle habe. Ich habe den schon nach links gedrückt und... Ach, ich reg mich jetzt gar nicht auf, Alter. Das, ihr wisst das selber. Wer Weekend League gespielt hat, weiß selber. Elfmeter? What? Ich habe einen Elfmeter geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Irgendeiner ist umgefallen. Ich krieg einfach einen Elfmeter geschenkt. Das ist natürlich lächerlich, aber... Ich nehme es natürlich mit und an. Digga, das ist... Na, das ist nicht mein Spiel einfach. Als würde er noch meinen Elfmeter richtig raten, Alter. Der war nicht mal schlecht geschossen. Marcelo! Halt die Fresse, Alter! Der ist so Linksfuß! Ich sag mir nicht, er ist Verteidiger. Der hat genug Schießen. Griezmann, erste Halbzeit, hat so eine vergeben. Ich hab Elfmeter vergeben. Und jetzt noch so eine Scheiße noch mit... Was soll ich dann machen, Alter? Ja, jetzt geht er rein, der 89. Come on, man. Oh, der lässt was? Wie schnell pfeift er ab? Ja, ich will nicht meckern. Ihr wisst alle, wie das Gameplay ist. Und auch wenn ich jetzt Elite erreiche und dies, das. Ich sag euch, das Gameplay war dieses Wochenende nicht gut, Freunde. Und das sagt alles. Also verdient gewonnen, keine Frage. Ich hätte aber eigentlich viel mehr vom Spiel haben können, wenn Griezmann ihn mal reinmacht. Wenn... Ja, Marcel, sagen wir, wenn er nicht, der hat ja danach das eine Tor gemacht, der Pogba, und Elfmeter nicht reingegangen, lief halt nicht gut. Haken wir ab, Freunde, haken wir ab. Wie gesagt, ich wollte eh nicht Elite 2 erreichen. Elite 3 ist alles, was ich erreichen möchte. Wir haben noch 2 Spiele, gehen wir ins nächste Match. So, Freunde, das erste Spiel ist abgehakt, vergessen wir einfach. War besser der Gegner. Das ist ein ähnliches Team wie eben. Solche Teams ohne Scheiß, solche Teams, die semi-teuer sind, semi-gut, das
Das sind genau die Spieler, die richtig heftig sind. Ne? Die brauchen nicht dieses Pay-to-Win. Ich gebe natürlich mein Bestes jetzt. Come on. Ich wäre natürlich schön, wenn wir jetzt stressfrei dieses Spiel gewinnen können. Let's go. Digga, ey, mit links. Der 3-Star Bigfoot. Bitte, Freunde, Alter. Das ist unrealistisch jetzt. 3-Star Bigfoot, Alter. Und er geht rein. Ich sag's Folge für Folge, auch privat, dieser Griezmann ist nicht normal. Dieser Griezmann ist nicht normal, Alter. Yes! Bitte kein Abseits, bitte kein Abseits. Alter, wirklich bestimmt eine halbe Sekunde. Ah, war der Abseits, Mann, ey. Nein. Das ist so lächerlich, ey. Und jetzt Perisic, bitte! Yes! Endlich! Wichtig, komm Perisic, zeig, was du drauf hast. Digga. Nein! Mann, Marcelo, ich meine, meine Außenverteidiger sind immer nicht on position. Ich muss Marcelo und Lala wegbekommen. Die sind beide immer out of position. Das nervt wirklich. Warum muss ich mein Bailly rausziehen? Weil Marcelo nicht links ist, sondern dann irgendwo vorne wieder am Rumtanzen ist, Mann. Digga. Digga. Digga, einfach nur, ich sag nichts. Komm, konzentrieren. Einfach nur Digga. Nein, Mann. Ich hab so Glück, die Rea ist so gut, Mann. Nein, bitte, Spiel. Und das ist Pay to Win. Das ist Pay to Win. Ich weiß, es werden Kommentare kommen, aber was soll ich machen? Ich muss diese Dinger machen. Ich bin nicht gut genug. Das ist Pay to Win. Dafür hast du Ronaldo. Ich habe euch gesagt, allein deswegen lohnt es sich 2,2 Millionen für den zu bezahlen, für diese Eckball-Dinger. Und deswegen mache ich keinen Finesse-Shot außerhalb des Strafraums, weil genau solche Dinger im Strafraum nicht reingehen. Das bringt gar nichts. Das bringt einfach null. Ich hab Glück gehabt, ich hab so Glück. Nein! Ja! Komm, bitte! Bitte, ich halte das nicht mehr aus, ich krieg einen Herzinfarkt gleich! Ref! Das war's, Game, it's Game. Game, ich bin nicht so dumm und schieße wie die letzten Spiele. Ich halte den Ball einfach so. Ich schieße jetzt nicht einfach nach vorne oder so eine Scheiße. Das muss Game sein. Das muss Game sein, Freunde. Ich halte den Ball jetzt, nicht einfach nach vorne schießen. Da kommt ein Fehlpass. Einfach nach hinten. Let's go! Ja, jetzt denkt jeder, was für ein Idiot, Alter. Freut er sich so mit seinem Anführungsstrichen. Es ist kein Pay-to-Win, es ist Road to Glory. Ich habe 0 Euro investiert. Ich hatte viel Pack-Luck, ich habe viel getradet, ich habe viel gearbeitet durch Squad Battle, Rivals und für Gems Alone. Und das Team ist natürlich krass. Es ist einfach absolut krass und... Natürlich sagt jetzt jeder, ey, mit so einem Team musst du so einen Spieler besiegen. Und ich sag euch ganz ehrlich, der Typ war gut. Er war gut. Und ich habe einfach, ja, durch die Ecke gewonnen. Und dafür hast du ein Pay-to-Win-Team. Aber wenn ihr die Statistik jetzt anguckt, er hat 3 Schüsse aufs Tor, 3 Tore, Mann. Dann ist es auch irgendwo am Ende des Tages verdient, dass ich jetzt das gewonnen habe. Und wir haben Back-to-Back Elite erreicht. Oh, shit, Alter. Zum Glück, dass es nicht im Spiel passiert. Ich glaube, mein Kabel ist hier. Ich weiß nicht, warum. Mal rumziehen gehen meine Kabel immer am Arsch. Das war beim alten Kabel auch so. I'm happy, Freunde. Wir haben Back-to-Back Elite geschafft. Ich mache das Spiel auf Kamera, weil ein Kollege von mir gesagt hat, du musst alle Spiele machen, um gute Belohnung zu bekommen. Und er hat den roten Martial und er hat den roten Lacazette. Also deswegen vertraue ich ihm. Und ja, am Ende, ob ich Elite 2 habe oder Elite 1 oder 24 Siege oder 23 Siege, ist egal. Mein Ziel ist 23 Siege, Elite 3. Und das haben wir geschafft hier. Wir drei, die einzigen hier. Er ist pay to win, das weiß ich. Ein Kollege, glaube ich, von Mo Aubameyang. Grüße gehen raus. Ein Kollege von mir, ja, wie gesagt, der viel gelernt hat von mir. Er hat letztes FIFA angefangen durch meine Videos. Pato hat noch vielleicht ein Spiel. Ich hoffe, er hat noch ein Spiel, kann auch noch Elite erreichen. Grüße gehen raus an Pato.
Und ja, ich bin happy, Freunde. Es ist Road to Glory und natürlich, wie gesagt, habe ich viel Pack-Luck und deswegen habe ich auch dieses Team. Ja, das ist einfach heftig, das Team. Und ich liebe das Team bis jetzt, außer ein paar Sachen. Wie gesagt, Perisic finde ich echt nicht so gut. Mbappé, wenn ich ehrlich bin, für 500.000 überlege ich vielleicht auch, ja, so ersetzen. Ich finde ihn okay, aber ich finde ihn irgendwie nicht so krass wie zum Beispiel ein Griezmann. Griezmann ist immer da und der wird bei mir auch erstmal bleiben, der Griezmann. Wenn er den Inform bekommt, hole ich mir auch den Inform Griezmann. Ronaldo muss ich nicht sagen. Varane ist für mich wirklich eine Maschine. Marcelo und Lala müssen auch irgendwie weg. Hier muss irgendwie Alexandro hin. Diese hochgeringe Arbeitsrate fickt mich. Weil ich spiele mit Team Pressing, ich weiß, dadurch pushen die nach vorne, aber die kommen nicht nach hinten. Dasselbe mit Lala, hoch, mittel, der ist, die beiden sind so oft Auto-Position, dass der Gegner immer nur diesen Dreieckspass spielen muss und er ist durch und das ist, ja, gefährlich. Pogba, wie gesagt, hat Spiele, wo er gut spielt und Spiele, wo er nicht so gut spielt und, ja, ich muss mal gucken. Bailly ist solide, aber wie gesagt, der ist nicht annähernd auf dem Level von Varane. De Gea ist für mich, der wird bis Ende FIFA 19, glaube ich, in meinem Tor bleiben. Der ist einfach eine Maschine. Der bleibt drin, der hält alles. Der hält einfach alles. Und wegen ihn, wegen Varane, wegen Griezmann, Cristiano Ronaldo und wegen den Leihmessi, der jetzt abgelaufen ist, ja, habe ich Elite geschafft. Ist einfach so. Ja, ohne die bin ich mir fast sicher, ich hätte es nicht geschafft. Und ich muss sagen, Götze ist Müll. Der ist absolut fucking Müll, eigentlich, finde ich. Also, er ist nicht schnell, er ist nicht wendig. Schießen ist inkonstant. Ja, also ich weiß nicht, also gefällt mir momentan noch nicht, muss ich noch weiter austesten. Ben Yedder finde ich zum Beispiel 10-mal besser als Sub, als ein Götze. Ben Yedder auch absolute Maschine, den liebe ich auch als Super Sub, kann ich nur empfehlen. Ja, und dann war es das vom heutigen Video, Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Die Münzen steigen ja noch weiter, ich habe noch ein paar Investitionen, ich werde später noch weiter investieren. Ich habe noch Mertens zum Beispiel zu verkaufen, also ungefähr 200k, 300k haben wir noch, ein paar Schwächekarten, also 300, 400k vielleicht sogar. Und dann, ja, könnt mir nochmal gerne schreiben, was ihr darüber denkt, ja, Pogba ersetzen oder nicht. Und danke nochmal für den Support im letzten Video, ich habe es irgendwie um 12 gesehen, ja, 10k, ja, Klicks innerhalb von wenigen Stunden, über 1000 Daumen nach oben, so viele positive Kommentare, Freunde, ohne Scheiß, ich danke für euch für diesen Support und ich versuche nächstes Wochenende zumindest, ja, einen Tag zu streamen, wenn es geht, vielleicht sogar alle 3 Tage, also alle Spiele zu streamen, weil stellt euch vor, ich hätte gegen dieses Team gespielt und ich hätte gewonnen, wie ihr im Chat randaliert wäre, ja, also das Team war ja, wie ich schon gesagt habe, zwischen 5.000 bis 10.000 Euro wert, ist einfach so, das kriegt kein Mensch durch Spielen her oder durch Packluck, ist einfach so, ist einfach pay to win sein Vater gewesen und dann bin ich happy, dass ich euch am Donnerstag wieder, ja, back to back Elite Belohnung zeigen kann und vielleicht haben wir wieder Packluck, wie gesagt, ja, ihr kennt mich, dieses Jahr ist das Jahr des Packlucks, zumindest für mich und dann möchte ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns die Tage wieder, euer Casey ist raus, yes!